Hallihallo, meine Süßen, da bin ich auch schon wieder. Relativ schnell, wie ich ja finde, ne? Was man sonst so von mir kennt. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich fange jetzt das Thema Shabby Chic und Möbel an. Und dadurch, dass ich nicht wusste, soll ich gleich mit einem Tutorial anfangen oder soll ich euch erstmal erklären, wo ich die ganzen Sachen herbekomme? Weil was bringt es euch, wenn ich euch sage, wie es funktioniert, wenn ihr überhaupt gar nichts habt, was ihr so anmalen könnt, ne? Okay, also fangen wir an. Warum? Also mir gingen ja mächtig diese Sachen auf den Sack, diese klobigen, hochglänzenden, eckigen IKEA-Sachen. Also diese Lacksachen vor allem und diese Malmkommoden und so. Ein paar Überbleibsel sind noch leider im Haus, aber die kriege ich auch schon noch erfolgreich hier ausgewechselt. Ja, ich habe dann mit einem Mal einfach alles rausgeschmissen. Ich habe auch alles weggeschmissen, was man nicht mehr angeguckt hat, irgendwie seit einem halben, dreiviertel Jahr. Wer braucht ständig irgendwelche Kisten voller Kabelsalate oder irgendwelche Servietten für irgendwelche Fälle eventuell mal? Scheiß drauf, ich habe gesagt, ich schmeiß alles weg und demnach leben wir jetzt hier relativ minimalistisch, würde ich sagen. Ja, aber ich bereue nichts, ich finde es alles gut und es ist auch alles schön und alles sowas. Woher? Woher? Ich gehe immer auf Flohmärkte bzw. flohmarktartige Scheunen. Also eine Scheune, wie man sie halt kennt, ausgebaut zu einem Indoor-Flohmarkt sozusagen. Da drin befinden sich halt so ganz alte Möbel von verstorbenen Leuten oder von geräumten Leuten, warum auch immer, was weiß ich, warum man sowas macht. Oder Sachen, die verpfändet werden und dann weitergehen. Was weiß ich, das würde ich auch gar nicht wissen, wo die Sachen herkommen. Für mich interessiert dich, was dieser Nachtschrank schon alles gesehen hat. Genau, und mir ist es dann auch egal, wie es aussieht, in was für einem Zustand er ist. Er sollte klar nicht klappern oder Holzwürmer haben, da müsst ihr darauf achten. Es gibt auch muffige Gerüche, die zum Beispiel auch nicht mehr rausgehen, auch nicht, wenn man sie lüftet draußen. Also, da muss man mal ein bisschen Nase draufstecken oder halt mal auf ein Stuhlkissen draufhauen und mal gucken, was da so rauskommt. Ja, das sind eigentlich so die größten Sachen, ja. Für diesen Nachtschrank, davon habe ich ja zwei, habe ich einen zum Beispiel für 15 Euro gekauft. Finde ich geht, weil bei Ikea zahlt es manchmal mehr als 15 Euro für einen Schrank. Und dann kommen halt noch die Malermaterialien dazu, wie du den Schrank halt haben willst und eventuell noch irgendwelchen Accessoires, ne? Zum Thema Kaufen, es ist da so eine Sache, wenn man damit anfängt, das ist ja schon echt so eine Art Lebensprojekt. Du fängst damit halt an, dass du dir, weiß nicht, am allerschlausten eine Liste machst, was du gerne hättest, weil du findest nie das, was du suchst, wenn du dahin gehst. Also sprich, ich suche jetzt schon seit einem Jahr, genau ein Jahr, nach einer alten Emaillelampe fürs Wohnzimmer. Es ist einfach saumäßig schwer, sowas zu finden und wenn du dann eine hast, und dann ja am direkten Tag hingehst, dann kann es sein, dass die weggenommen wird und du musst wieder warten. Es sind halt, es ist total verflixt. Also manchmal suche ich halt echt ewig. Ich habe auch ewig nach einem Esstisch gesucht, der gepasst hat. Und dann schaue ich halt, dass nur die grobe Form der Möbel passt, beziehungsweise zu dem passt, was ich gerne hätte. Weil ich stehe schon eher auf glatte Sachen, nicht so viel verschnörkelt. Genau, das sind so die Grundregeln, nach denen ich suche. Und du kannst halt, wie gesagt, nicht sagen, alles klar, ich gehe mir heute ein Sideboard kaufen, weil du kriegst dann nachher eh nur eine Blumenvase oder Bettgläser oder was weiß ich. Also es dauert wirklich alles ewig. Es kann sein, dass du ewig lang keinen Wohnzimmertisch hast. Es kann sein, dass du ewig lang keinen was weiß ich nicht hast. Es funktioniert halt nicht immer alles so, wie man es gerne hätte. Ja, zum Thema Farben. Ich gehe immer zu Obi. Obi Einmarke, Lack 2 und ein Buntlack. Und damit nutze ich Seidenmatt, weil ich mag es nicht hochglänzend. Ich mag es schon mit Matter. Es muss aber abwischbar sein durch die Katzen, durch die Kinder. Deswegen ein Lack. Genau. Und dann habe ich zum Abtönen oder zum farbig machen kleine Abmischfarben, die zeige ich euch jetzt. Das sind diese kleinen Flaschen, die kosten 2,99 € und da kann man sich sämtliche Farben kaufen und auch selbst zusammenmischen. Genau, und das war auch schon alles, was du brauchst. Achso, ja, und noch ganz wichtig, eine Drahtbürste, dass du dann nachher den Lack auch wieder abkratzen kannst an den typischen Schürfstellen. Also ich stelle mir es immer so vor, ich kratze da die Farbe ab, wo sie auch mal gegendätschen könnten. Alle herausstehenden oder gebogenen Sachen, ne? Da schürfe ich dann halt den Lack halt wieder ab.
Ja, das war es eigentlich schon. Also weder Schleifen vorher noch irgendwelche anderen Sachen. Es gibt natürlich verschiedene Holzstrukturen. Es gibt geöltes Holz, es gibt hochlackiert Glanzholz, es gibt einfach nur lackiertes Holz. Also ich habe mit diesem Lack echt noch nichts gesehen, was ich noch nicht lackieren konnte. Es ist weder verlaufen noch sonst irgendetwas. Ich hatte echt bisher immer saumäßig Glück und dieser Schrank hier war schon echt verzweifelt. Also der war sowas von Hochglanz lackiert. Ich glaube, da waren 8 Schichten Klarlack drauf, die auch schon abgesprungen sind teilweise. Das war mir aber alles egal. Ich habe dann so ein bisschen abgekratzt halt, dass das der Lack dann nicht die Blasen runterschlägt oder so. Und dann habe ich es einfach überlackiert. Also ich mache da gar keinen Hehl raus. Habe auch einen Tisch, wo mein Drucker drauf steht. Der war geölt. Und da ist es dann so, dass dieses hellbraune geölte Holz dann immer ein bisschen durchkam zum Vorschein von dem weißen Lack. Aber selbst das passt ja zum Thema. Also selbst wenn das alte beige Holzfeeling noch durchkommt, es passt ja. Also es ist nicht so, dass es sagt so, oh, scheiße, voll verzweifelt oder so, gar nicht. Also nö, passt perfekt. Ja. Ich habe ja auch vorhin gesagt, bei eBay habe ich auch was erkauft, ersteigert. Ist schon meine Sprachfehler. Hier standen zwei große Malmkommoden, die ganz großen, wo die kleinen Schubladen auch noch sind. Zwei Stück, eine da und eine da. Da habe ich gesagt, boah, wenn du hier reinkommst in die Haustür, denkst du immer gleich so, pff, Kommode, ne? Weil du halt immer wie erschlagen warst. Da habe ich gesagt, ich möchte irgendwas haben, einen Kleiderschrank, den beide Kinder nutzen können, rechts, links, und wie er halt zum Thema passt. Jo, und dann gibst du einfach ein alter Schrank oder Holzschrank oder so eine ganz simple Sachen, wo du viele Treffer findest und dann am besten in deiner Umgebung suchst und dann hast du schon gewonnen. Ich habe für den Schrank, sage und schreibe, 35,50 € bezahlt, das ist echt lächerlich und habe dafür vielleicht eine halbe Büchse Farbe gebraucht und die Dose kostet 17 €, glaube ich. Es ist also echt lächerlich und dafür, dass es dann so viel Charme und Charakter hat, die Sachen, finde ich das echt genial. Also ich freue mich immer wieder. Ich finde zwar, es passt noch nicht so 100% mit der Lampe da oben zusammen, weil die Lampe ist sehr klobig und auch weiß. Und, da muss ich nochmal gucken. Ich zeige euch jetzt einfach mal den Schrank. Ich hänge gerade am Strom, wie ihr seht. Also wenn man reinkommt, sieht man diesen riesigen Schrank. Also so riesig sieht der gerade gar nicht aus, aber er ist riesig. Ja, er ist weiß und ich finde, dass das hier oben noch nicht so wirklich passt mit der Lampe, weil die halt sehr klobig ist. Da muss ich mal gucken, was ich da mache. Und dann habe ich diesen halt weiß gestrichen und kaputt gemacht. Und dann sieht der halt so schön aus, ne? Also ich finde das ja total toll. Und dann halt so kleine Details, jetzt hier wie so ein selbstgenähtes Herz. Ich weiß nicht, was das Gelbe hier ist. Das hat hier irgendein Kind drum gewickelt, aber naja. Der Schrank sah ursprünglich so aus. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man das nennt. Ich glaube, das ist Eiche oder so. Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin absolut kein Holzprofi. Aber so sah der komplette Schrank vorher aus und so hätte ich ihn mir hier wahrscheinlich nie hingestellt. Aber dann mit dem passenden Anschluss, finde ich, passt das wieder wie Arsch auf Eimer. Wie ich finde, ne? Ist ja mein Geschmack. Ja, das ist jetzt das Herzstück. Oh, ja, mein Ladekabel hier. Das ist jetzt das Herzstück meines Flurs sozusagen. Hier rechts könnte ich jetzt auch hinschwenken. Da würdet ihr die mintfarbenen Bilderrahmen sehen. Aber ich will euch ja nicht gleich alles verspielen und zeigen. Das soll ja alles nach und nach kommen. Wäre blöd, wenn ich alles gleich hier verspiele. Nicht wahr? Ja, das ist der Kleiderschrank meiner Kinder. Genau, also wenn euch dieses Video schon mal gefallen hat, dann könnt ihr mir das mal via Däumchen oder unten in der Kommentarbox einfach sagen. Dann weiß ich, dass ihr noch mehr wollt. Dann weiß ich auch, dass ich euch mal so ein Tutorial Step by Step Streichen von Möbeln zeigen kann, wenn ich wieder was habe. Beziehungsweise ich hätte ja noch ein Schränkchen. Genau, und dann kann ich euch jetzt auch so nach und nach zeigen, was ich aus was gemacht habe und zeigen, was ich schon alles so gemacht habe hier, was ich jetzt so habe. Ihr hört es vielleicht am Reden, dass es noch relativ leer ist, aber es wird stetig mehr und ja, es passt, es passt. Also ich fühle mich echt wohl. Ich finde es einfach mal was voll anderes und ich freue mich immer wieder, wenn ich hier reinkomme, beziehungsweise auch andere Leute und sagen, okay, ist hier mal nicht so gang und gäbe. Finde ich voll gut, weil normal ist ja normal, wa? Ich will ja nicht normal sein. Wer ist denn schon normal? Ich gehe lieber meinen eigenen Weg. Ja, finde ich gut. Wie bin ich darauf gekommen, kann ich euch auch noch sagen. Meine Nachbarin, die jetzt schon zu einer sehr guten Freundin geworden ist,
Die hat das auch, beziehungsweise bei ihr habe ich das gesehen und ich war sofort so angetan von dieser Wärme, was das alles so ausgestrahlt hat und dieses Charakterliche und dieses Verspielte und was halt echt super genial ist, ist, du kannst nie etwas nachmachen, zumindest zu 95% nicht, weil du kriegst einfach nicht diese Kommode, diesen Nachtschrank nochmal. Du kriegst du einfach nicht. Du kannst dich einfach bei eBay gucken, Nachtschrank und gucken, dass du genau den gleichen kriegst. Das geht einfach nicht. Die Möbel haben halt so viel Individualität drin, dass man das halt nicht mehr ersetzt bekommt. Das finde ich halt so total genial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch über das Video und seid gespannt auf mehr. Wenn ja, dann lasst es mich wissen, weil ansonsten war es jetzt das letzte Video mit Shabby Chic und es gibt kein Tutorial von mir. Nein, natürlich nicht. Ich denke mal, es hat euch gefallen. Denke ich, oder? 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 Ich sag da mal so weit Tschüss.